Willkommen zurück zu Resident Evil Revelation. Letztes Mal habe ich leider ein bisschen den Part überzogen und vielleicht ein bisschen zu früh ausgemacht, weil hier war nochmal das Episodenergebnis. Jetzt geht's aber dann mal schön weiter mit wahrscheinlich Episode 6. Immerhin ein schönes S bekommen. Und weiter geht's. Bei Resident Evil. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in die Tiefen der Hölle. Es ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Mark, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Ryan, sind unterwegs. Resident Evil Revelations. Müsste man immer sagen, wenn das kommt. Episode 6. Katz und Maus. Denke mal, weil die anderen beiden noch in der Falle hocken. Tippe ich mal drauf. Achso, mach ich vergessen mal zu drücken. Was ist denn los? 23:16 Uhr, Mittelmeer. Wo könnten sie sein? Überall. Lass uns anfangen. Was hat die denn? Halb nackt oder was? Mein Gott. Und Stöckelschuhe. Richtiger Kämpfer-Outfit. Ja, interessant, okay. Das wäre dann schon mal das. Und wir scannen mal kurz den Bereich um uns herum. Und wir haben nichts. Wie sollen wir sie finden? Wir suchen. Gute Frage. Wir müssen überall suchen. Lasse. Jill und den Parker suchen. Lässt sich nicht öffnen. Wenn ich jetzt irgendwie im Kontrollraum sehe, die dann und muss dann ausmachen. Vor allem die Musik ist auch schon so, als ob hier voll die Action gerade ist. Oh, ein Safe. Also, ich habe das Klo vergessen. Glaube ich jedenfalls. Was auch immer es ist, es sieht relativ klein aus da hinten. Oh. Schnappen wir sie uns und Karte Schiffsinneres aufgenommen. Soll ich direkt fahren? Ja, komm. Komm rein. Ich bin halt immer noch sehr stylisch so. Was möchtest du? Einen komplett schwarzen Anzug oder etwas mit Lila dran und ein Bein frei? Dann nehme ich das mit Lila dran. Und so sah das dann aus. Oh, fuck. Kommt mir sehr bekannt vor hier. Diese Mutation ist neu. Das ist ein neuer Virus. Das war zu erwarten. Erzähl doch. Scanne die Scheiße. Ah, hier. Wow. Das ist ein neuer Virus. Er scannt 1%. Hä? Es regnet. Ich verarsche, wie kommen denn da runter? Oh, ich darf nichts sagen, da kommen noch mehr runter. Oh. Wir brauchen eine Lücke. Schnack, genau. Oh, fuck. Nein, nicht auslutschen. Oh.
Dann komm einfach mal hier hoch. So, hier war ich ja eigentlich schon mit den anderen drin und hier war nichts mehr, außer jetzt ist hier eine Granate drin. Sehr gut. Oh, da kommen ganz viele. Na, guck mal. Oh, war das gut? Ich glaube, es juckt die nicht so besonders, wenn man da eine Granate reinwirft. Oder der war einfach noch zu weit weg. Wow. Fuck, wo kann der denn rein? Da liegt ein Objekt, nimm es auf. Oh, schon wieder ein neuer. Wo soll ich hier denn hin? Komm mit, wir gehen hier mal runter, das war schön, wir alles voll. Oh mein Gott. Ah, sehr gut. Stimmt, ich glaube, das habe ich ja dann... Ah ne, hier ist ja ein Rolltor, hier geht ja gar nichts. Boah. Ein Objekt. Schon wieder eine Pulsgranate. Oh, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich muss die beiden finden. Let's go to the mall. Und hier durch? Mann, ich hasse dieses Schiff. Ich hoffe nur, Jill und Parker sind okay. Ich hoffe nur, hier passiert gleich mal irgendwas. Ich renne die ganze Zeit rum, Musik läuft, keine Ahnung, wo ich her muss. Aber scheint ja... nicht ganz falsch zu sein. Da unten ist eine Granate, die hole ich mir mal eben fix. Guck mal. Oh, Handgranate. Gut, jetzt kommen wir ruckeliger Ladebildschirm, glaube ich, und dann ein relativ großer Raum. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo die gehockt haben, die beiden. Kommen, hier Jackass. Wie sieht's aus? Hallo, weißt du vielleicht, wo Parker und Jill sein könnten? Jessica? Ja. Warte. Wenn ich mir das Schiff so ansehe, scheint der Motor Probleme zu machen. Sie sind sicher im Kielraum und versuchen, ihn wieder in Gang zu setzen. Das könnte sein. Los, wir gehen runter. Den Kielraum suchen, okay. Geht das nicht mit dem Fahrstuhl? Ne, Fahrstuhl geht nur nach oben, oder? Also, warte, wo war denn... wo war denn die Granate? Die Granate, da sind schon mal 1 und 3, 4 habe ich hier. Ach genau, oh. Oh. Halle. Ach guck mal, Ziel ist da, also jetzt... Alter. Doch, ist richtig. Durchs Casino war das? Oder war ich... Nee, gar nicht. Hier geht's... Doch, klar, durchs Casino und dann oben rein. Hier war dieser riesige Brunnen und die ganzen Spielautomaten. Komm schon.
Ich glaube, dass da was drin ist. Ich mach mal die Tür auf. Oh. Geile Idee. Schieß einfach. Oh. Oh, fuck. Ja, genau. Also, wenn die so machen, kann man ja... Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Alter, ich komme nicht mehr runter. Ich komme nicht mehr runter. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Oder auch nicht. Darf ich durch? Darf ich durch? Kann ich mal bitten? Alter, das muss doch hier richtig... durchglitschen. Oh, 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 oh. Krass. Muss ich die töten so? Der hat mich gespoilert. Sie können feindliche Fallen zerstören. Okay. Ich glaube, dass da was drin ist. Hab ich's doch gewusst. Gib nicht so an. Schieß einfach. Hier, einfach mal ein paar Granaten da drauf. Bleib, wo du bist, Hackfresse. Warum kann ich denn nicht rennen? Wo sind sie beiden? Ach, da hinten. Noch mal hier mal rum. Guck mal, hier bin ich, hier bin ich. Och ne, ne? Achso, feindliche Fallen zerstören, alles klar. Jetzt weiß ich, was er meinte. Jetzt weiß ich, was er meinte. Hörst du mal auf? Ja, was soll das denn wieder? Er sägt mich direkt kaputt. Och Mann. Achten Sie beim Nachladen auf Ihre Munition. Was ist denn los mit denen? Das Blöde ist ja auch, dass die halt zu zweit sind. Und auch so ein bisschen stark sind dazu noch. Ah ja, stimmt. Die ging dadurch. Was kann man hier machen? Bewegt sich keinen Zentimeter. Also ich glaube, ich muss die Dinger da nochmal rauslassen. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt im nächsten Part. Weil das Problem ist, wenn ich die jetzt wieder anhaue oder angreife, dass ich dann in den nächsten Part komme. Wir haben ja gesagt, 13 Minuten pro Part ungefähr. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal, bis im nächsten Part. Tschüss.